Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Susanne Haas. Ich habe eines der ersten DNA-Labors in Wien gegründet und befasse mich seit 13 Jahren mit Vaterschaftsfeststellungen für Privatpersonen, für Behörden und für Gerichte. Ich bin Gerichtssachverständige für menschliche Erbbiologie, für molekulargenetische Untersuchungen und DNA-Analysen. Die Liebe, eine Wunschvorstellung, die nicht immer für ein Leben geschlossen werden. Nein, ich muss noch sagen, ich habe bei meiner Recherche für diesen Vortrag etwas sehr Lustiges gefunden und da möchte ich jetzt diese Frage zuerst noch in den Raum stellen. Wie viele Kinder, glauben Sie, hat jemand, ein Mensch, am meisten gezeugt auf der Welt? Bitte. Gratuliere. Tatsächlich war es ein marokkanischer Kaiser, der im 18. Jahrhundert 342 Mädchen und 525 Buben gezeugt hat. Er hat seinen Reproduktionsauftrag wahrlich gut erfüllt. Die Liebe, eine Wunschvorstellung, Ehen, die für ewig geschlossen werden. Es ist für 90% der Österreicher und Deutschen sicher das wichtigste Lebensziel, eine erfüllte Partnerschaft. Dennoch geht fast jede zweite Ehe in die Brüche. Wenn man die Gesamtscheidungsrate anschaut, so war sie 1980 bei 26,5% und ist gestiegen auf den bisherigen Höchstwert im Jahr 2007 auf 49,5% und pendelt sich jetzt so ein bei 42-43%. In Wien ein bisschen höher, wenn man das so gesamt Österreich betrachtet. Menschen tendieren zu lebenslangen Paarbindungen. An sich ist das monogame Verhalten in unserer Gesellschaft auch sinnvoll für die Geburt und Aufzucht der Kinder, die ja sehr viel Ressourcen und Investment erfordert. Warum ist eigentlich dann die Untreue nicht schon in der Evolution ausselektioniert worden? Links habe ich hier nochmal Scheidungsraten im Laufe der letzten Jahre herausgebracht und rechts in dieser Liste sieht man Österreich etwa in der Mitte EU-weit von den Scheidungsraten. Über uns weit ist Belgien, sind baltische Länder, Tschechische Republik und auch Frankreich. Und viel niedrigere Scheidungsraten hat zum Beispiel Italien oder Polen, Rumänien, hängt wahrscheinlich auch mit katholischen Ländern dort zusammen. Die Gesamtscheidungsrate wird gemessen, das ist der Prozentsatz der Ehen, die durch eine Scheidung enden und nicht durch den Tod eines des Partners. Und sie sind immer auf die Eheschließungsjahrgänge bezogen, aus denen sie stammen. In Frankreich hat sich vor etwa 17 Jahren ein Eheleitmodell etabliert, das heißt Pax Civil. Das möchte ich nur erwähnen, weil das sehr erfolgreich ist und sehr beliebt geworden, dort ein richtiger Hype, ein Boom. Das ist eine Lebensgemeinschaft alternativ zur Ehe mit mehr Freiräumen und mit weniger Rechtsfolgen. Nicht die Unterhaltspflicht, die Versorgungspflicht. Es war ursprünglich für homosexuelle Paare geschaffen und wurde jetzt schon dann für heterosexuelle Paare auch geöffnet. Unsere Lebensgemeinschaft, die für homosexuelle Paare ist, ist genau wie die Ehe mit derselben Rechtsfolge. Fremdgehen in der Partnerschaft. Zum Thema Seitensprung gibt es natürlich keine verlässlichen Statistiken und sie sind auch mit Vorsicht zu genießen, weil da wird auch viel gelogen und es ist noch immer ein Tabuthema. Aber mit Sicherheit gehen etwa die Hälfte der Männer und Frauen während ihrer Partnerschaft fremd. Die Ehe-Untreuraten bewegen sich von 15-50% bei Frauen und von 25-50% bei Männern, weil die Frauen holen auf. Wir haben auch eine sehr fremdgefreundliche Gesellschaft mit seitensprungfördernden Bedingungen. Wenn wir sehen, welche Portale, Agenturen und Websites die erotischen Date-Seitensprünge und Fremdgehen bewerben, da finden wir zum Beispiel Ashley Madison, die mit diesem Slogan werben, das Leben ist kurz, gönn dir eine Affäre. Ist aber abzuraten, weil ich gelesen habe, Ashley Madison, sind nicht viele Frauen registriert drauf.
Warum gehen Männer fremd? Ich habe bei Elite-Partner gefunden, die Erklärung 48% wegen unbefriedigendem Sex, 44% wegen mangelnder Aufmerksamkeit ihrer Partnerin, 36%, weil die Partnerin sich gehen lässt und 35% tun es, weil es keine Gespräche mehr mit der Partnerin gibt. Übrigens fragt ein Mann eher eine Frau, nachdem er das Fremdgehen bemerkt hat, war er besser im Bett, wie war der Sex? Und eine Frau fragt den Mann, nachdem sie ihn erwischt hat, eher, liebst du sie? Davon lässt sich einiges ableiten und darauf komme ich noch zu sprechen. Frauen vollziehen ihre Seitensprünge eher während ihrer Fruchtbarkeit. Also während dem Eisprung und während der empfängnisbereiten Zeit werden sie auch mehr von Männern angezogen mit männlichen Zügen, mit einem hohen Testosteronspiegel. In Korrelation zu ihrem eigenen Östrogenspiegel. Also die Geschlechtshormone von Mann und Frau ziehen immer gegenseitig das Geschlecht an. Das heißt, sie wirken auf die Attraktion und die Partnerwahl. Sie sind auch ein Indiz für den Status der Fruchtbarkeit. Das männliche Geschlechtshormon Testosteron ist übrigens im Blut von Männern 10-mal konzentrierter als von Frauen, obwohl es dort auch vorkommt. Und es hat bei beiden dieselbe Wirkung im Gehirn. Es ist verantwortlich für die Libido und für Aggression. Und das sind wichtige Steuerfunktionen im Tierreich für die hierarchischen Strukturen. Zum Beispiel bei Primatengruppen Rhesusaffen hat man beobachtet, dass das Alpha-Männchen den Testosteronspiegel der männlichen Untergebenen sogar unterdrückt. Also es reguliert deren Hormonhaushalt. Der Seitensprungmann mit der besten genetischen Ausstattung ist nicht immer der beste Versorgermann. Und so kann es vorkommen, dass ein Softie die Aufzucht des Machos übernimmt, unwissentlich. Es gibt natürlich viele Fälle, in denen der Seitensprung unbemerkt und ohne Folgen bleibt. Aber es gibt auch jene Fälle, wo der Seitensprung in einer Schwangerschaft resultiert. Manchmal weiß nicht einmal die Mutter selbst, ob das Kind vom Partner oder vom Seitensprung ist. Kuckuckskind ist ein Kind, das einem Mann untergeschoben wird, der es unwissentlich aufzieht und glaubt, er ist der biologische, leibliche, genetische Vater. Zu den Statistiken bei Kuckuckskindern gibt es verschiedenste Quellen, die unterschiedlich sind. Ganz einfach, dieses Thema ist noch mehr ein Reizthema als Seitensprung. Es gibt auch regionale und soziale Unterschiede. Der britische Sexualforscher Robin Baker hat in Südengland genetische Fingerabdrücke von Kindern und Eltern untersucht und festgestellt, dass es dort je nach Wohngegend Kuckuckskindraten von bis zu 30% gibt. Eine andere britische Studie, die durchgeführt wurde von 1950 bis 2004, die dann 2005 veröffentlicht wurde in einer Ärztezeitung und die immer wieder als Basis herangezogen wird bei anderen Publikationen, spricht von einer Kuckuckskindrate von 3,7%. Ich habe wiederum auch von einer Studie gelesen in Westeuropa, wo sie die Nachnamen verfolgt haben, da lassen sich ja auch genealogische Daten zurückverfolgen, die auch zusätzlich mit der Y-Chromosomenanalyse wurde die Vaterschaft überprüft und da kamen sie auf eine Rate von 1-2%. Hier ist sicher die Dunkelziffer sehr groß und die Tendenz möglicherweise steigert. In unserem Labor wird jeder vierte Vater als Nichtvater erkannt. Wir haben 25% ausgeschlossene Vaterschaften. Aber zu uns kommen natürlich schon Männer in Zweifel und die Verdachtsmomente haben. Zum Beispiel, dass ihr Kind dem Chef der Mutter der Frau ähnlich schaut oder jemand Hinweise gibt oder die Schwiegermutter, die natürlich sich Sorgen um ihren Sohn macht und will, dass die Ressourcen von ihr genetisch richtig eingesetzt werden. Sicher ein gewisser genetischer Egoismus auch da. Es sind ca. 40% der Auftraggeberinnen Frauen bei uns, das sind also die neuen Freundinnen, die wissen wollen, ob der Mann eh für die richtigen Kinder bezahlt oder eben Schwiegermütter. Und Frauen selbst, die nicht wissen, ist das Kind vom Seitensprung oder von ihrem Mann. Warum irren sich Frauen oder sagen unbewusst die Unwahrheit?
Es ist die Lüge für das familiäre Glück. Es ist die Sehnsucht nach der heilen Familie. Leidtragende sind natürlich die Kinder, die mit den gekappten Wurzeln leben müssen und die auf dein Leben lang nach ihrer Identität suchen. Und manchmal eben auch gar keine Antwort auf ihre Frage finden. So wie die Spenderkinder, da kann ich diesen Film erwähnen, der jetzt angelaufen ist in den Kinos, Future Baby. Er handelt von Spenderkindern, also Kindern aus einer künstlichen Befruchtung, von Samenspenden oder Eizellenspendern, die oft nicht erfahren, wer genetisch ihre Eltern sind, das aber wissen wollen, zeitlebens. Es gibt in Deutschland auch ein Gesetz, das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. In Deutschland dürfen sie es im Prinzip erfahren, aber in Spanien zum Beispiel ist es voll anonym und geschützt. Also es ist wirklich unterschiedlich, deswegen gibt es ja auch sehr viel Tourismus, was die In-vitro-Fertilisation betrifft. Auch die Leihmutterschaft und all diese Dinge. Die Regisseurin Maria Arlamowski hat Paare mit Kinderwunsch begleitet, hat Leihmütter interviewt, Eizellspenderinnen, ist in Kliniken gefahren, in Labors und hat mit Wissenschaftlern geredet. Dieser Film ist eigentlich eine Dokumentation und zeigt auf, wie weit kann die Natur manipuliert werden und wie weit können wir mit unseren Revolutionärtechnologien eigentlich hier rechtlich und ethisch noch nachkommen. Und dieser Verein Spendenkinder, den gibt es in Deutschland, ist gegründet worden jetzt von diesen vielen Kindern, die hier genetische Wurzeln suchen. Die Kuckuckskindrate bringt auch manche Stammbäume durcheinander und abgesehen von den Erbmerkmalen sicher auch in der Population gewisse Unruhen. Seitensprünge und Kuckuckskinder sind kein neues Thema in der Geschichte der Literatur, auch bei den Präsidenten der USA. Einen möchte ich nicht unerwähnt lassen, das ist Charles Lindbergh. Er, der berühmte Transatlantikpilot, Charles Lindbergh, hatte mit seiner Anne 6 Kinder in den USA und hatte eine sehr innige Liebesbeziehung zu ihr. Und 29 Jahre nach seinem Tod wurde in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht, dass er in Deutschland noch 3 weitere Kinder hatte, uneheliche Kinder, quasi mit seiner Sekretärin dort. Und 2 Jahre später kam heraus, dass er mit der Schwester der Sekretärin noch 4 weitere Kinder gezeugt hatte. Er war ein Meister der Täuschung, er trat unter Pseudonym auf und keine der Frauen wusste voneinander. Später erst haben die dann Vaterschaftstest gemacht und sind draufgekommen, dass sie Halbgeschwister sind. Er war also wirklich ein Meister der Täuschung. Ein Doppelleben geführt. Was bringt einen Mann oder ein Männchen im Tierreich dazu, mit möglichst vielen Frauen oder Weibchen die Nachkommen zu haben? Er streut natürlich seine Gene in die nächste Generation vielfältig. Und der Vorteil für die Nachkommen ist dann höhere Überlebenschancen durchmischter Genpool. Und andere Männer, wenn die noch unwissentlich nachher die Brut großziehen, dann ist es für ihn besonders praktisch. Der Mann produziert täglich Tausende von Millionen Samenzellen. Er kann viele Frauen schwängern. Während eine Frau mit ihrer einen Eizelle im Monat eigentlich nicht mehr als eine Schwangerschaft im Jahr haben kann, selbst wenn sie sich vielen Liebhabern hingibt und viele Seitensprünge hat. Daher hat es für eine Frau nicht so viel Sinn, evolutionsbiologisch. Der Professor Euler, ein deutscher Evolutionspsychologe, hat es genannt Quantitätsstrategie beim Mann, seine Fortpflanzungsstrategie, und bei der Frau Qualitätsstrategie. Sie sucht einen guten Versorger für ihre Nachkommen. Professor Euler hat übrigens auch bei Großeltern untersucht, wie ihre Fürsorge zu den Enkelkindern ist und festgestellt, dass die Großmutter mütterlicherseits sich am meisten um ihre Enkel kümmert, statistisch. Sie kann sich ja auch doppelt sicher sein, dass ihre Enkel wirklich ihre leiblichen Enkel sind, während der Großvater väterlicherseits sich doppelt unsicher sein kann. Es herrscht hier also in der Evolution ein konstanter Druck zwischen dieser Frauenuntreue und der Männerunsicherheit und da hat sich ein ganzes Arsenal an Anti-Kuckuckskind-Taktiken entwickelt. Zum Beispiel bei Vögeln beobachtet häufige Kopulation mit Vogelweibchen
wenn der Mann vorher Männchen abwesend war oder wenn sie ihre empfängnisbereite Zeit hat, denn da könnte eine außereheliche Paarung zu sehr kostenintensiv werden. Auch bei Menschen haben wir einen Spermienwettbewerb zu beobachten. Da hat Robin Baker ein Buch veröffentlicht, 1996, Sperm War, und er beschreibt den Krieg der Spermien oder die Spermienkonkurrenz. Wenn eine Frau Geschlechtsverkehr mit mehreren Männern hat, innerhalb eines kurzen Zeitraums, so werden die Spermien des ersten Mannes werden auch, es gibt nicht nur Spermien, die die Eizelle befruchten, sondern auch welche, die bewegungsunfähig sind und tatsächlich andere abtöten. Die können die blockieren, chemisch durch Substanzen auf ihrem Weg zur Eizelle, sodass die nicht zum Zug kommen. Also es ist ein richtiger Kampf um die Eizelle. Kriegt das Spermien. Man muss sich vorstellen, dass wir alle nur da sind, weil sich unsere Vorfahren erfolgreich fortgepflanzt haben. Sich zu vermehren ist quasi das oberste Gebot jeder Spezies. Die, die das verabsäumen, sind offensichtlich nicht mehr da. Die Gene in die nächste Generation zu bringen, ist also dient der Arterhaltung. Und das ist ja nicht so leicht, weil abgesehen davon, dass man sich durchs Leben kämpfen muss, muss man noch einen Partner finden, mit dem erfolgreich Nachkommen zeugen, die wiederum gesund und überlebensfähig sind und so weiter und so fort. Und das über Jahrtausende und Jahrmillionen Jahre. Und da haben sich eben die erfolgreichsten Strategien durchgesetzt. Und die sind sicher in unserer DNA kodiert, uralte Verhaltensweisen, die den Fortbestand der Menschheit gesichert haben. Verantwortliche Eigenschaften sind sicher Stärke, Intelligenz, Attraktivität, aber auch ein gewisses Maß an Aggressivität. Summa summarum ist Treue und Untreue evolutionsbiologisch sinnvoll. Wie ist es zu den ersten Vaterschaftssätzen gekommen? Ich werde eine Anekdote von Karl Landsteiner erzählen, der österreichische Arzt, der die Blutgruppen entdeckte und um die Jahrhundertwende, also 1900, untersuchte. Er stellte seine Hypothese auf über die Regeln bei der Vererbung der Blutgruppen und untersuchte dabei eine große Ärztefamilie und hatte aber Probleme, die hinter diesem System stehenden Regeln zu durchschauen, weil unter dem Bluten war ein Kind, das die Frau ihrem Mann untergeschoben hatte. Und erst als er diese Sache mit der falschen Vaterschaft geklärt hat, konnte er seine Forschungen abschließen, für die er auch einen Nobelpreis 1930 erhalten hat. Und seit ca. 20 Jahren ist die Blutgruppenbestimmung auch für die Vaterschaftsfeststellung vor Gericht als Beweismittel zugelassen gewesen und hat auch einen festen Platz im Zivil- und Strafprozess erobert, bis etwa in die 80er Jahre. In den 80er Jahren hat ein britischer Genetiker, Alex Humphreys, entdeckt, dass es auf der DNA Stellen gibt, wo sich die Menschen unterscheiden. Wir haben ungefähr 25.000 Gene. Die DNA ist viel größer. Die Gene machen 5% aus. Und was zwischen den Genen liegt, ist die biologische Funktion noch unbekannt, weitgehend unbekannt. Man weiß, es gibt regulatorische Strukturen. Da kann auch die Umwelt einwirken, jetzt in aller Munde Epigenetik. Aber es ist vieles nicht bekannt. Auch die Stellen, die wir untersuchen, liegen zwischen Genen und da gibt es keine Erklärung der Funktion. Aber da unterscheiden sich die Menschen. Bei den Genen sind wir gleich aufgebaut. Kollagen und Insulin und Hämoglobin schaut von der DNA-Code bei uns allen gleich aus. Diese Unterschiede machen unser individuelles Muster aus, genetisch, diesen genetischen Fingerabdruck, von dem man auch spricht, oder DNA-Profil. Und das ist wirklich ein individuelles Identifikationsmuster, das natürlich auch in der Kriminalistik verwendet wird. Nur eineiige Zwillinge haben das gleich. Zweigige Zwillinge sind wie Geschwister, sind zufällig im Mutterleib gleichzeitig, aber sie sind genetisch wie Geschwister, zwei Eizellen und zwei Samenzellen. Das genetische Fingerprinting heißt das auch, war ein Quantensprung und seitdem wird das DNA-Profil herangezogen für die Vaterschaftsbegutachtung und für die forensische Spurenanalyse.
aber auch für die Mutterschaft. Das war vielleicht in den 13 Jahren bei uns so 8-mal. Angst vor Verwechslung von Babys. Geschwistertest wird gemacht, wenn der Vater schon verstorben ist, zum Beispiel, dass keine Probe zur Verfügung steht. Manchmal kommt es auch zu Exhumierungen, wenn es nicht anders geht. Zwillingsuntersuchungen, eineige oder zweigige, können wir ganz einfach unterscheiden, weil die eineigen Zwillinge eben das identische DNA-Profil haben. Da kann sich die Mutter, wenn sie mit einem eineigen Zwillingsmann schläft, sich den Vater aussuchen. Der kann das nicht bestreiten. Es ist auch vor Gericht so, dass der Richter, wenn er bei eineigen Zwillingen am Tatort, also wenn da nachgewiesen wird, dass es einer war, dann kann er keinen beschuldigen, weil es beide gibt. Dieses System wird überall auf der Welt verwendet als genetischer Fingerabdruck. Auch die DNA-Datenbank in Österreich hat über 1 Million Datensätze gespeichert, aber nicht nur von Tätern, sondern auch von Spuren-Datensätze. Wir haben diese Bank seit 1997 und sie ist die drittgrößte Europas. Die allergrößte ist die britische DNA-Datenbank. Und es wird auch international abgeglichen. Also wenn man am Tatort eine Spur analysiert und die eingebracht wird in die DNA-Datenbank, gibt es eine 40-prozentige Trefferquote. Da ist Kommissar-DNA wirklich erkennungsdienstlich ein ganz wichtiges kriminalistisches Mittel. Die DNA hat zwei Stränge, die miteinander paarweise eingehen. Und es sieht aus wie eine Leiter und sie ist verschraubt, also man spricht auch von einer DNA-Doppelhelix. Und sie ist dann so aufgewickelt, dass man sie zu einer bestimmten Phase der Zellteilung, Zellzyklus anfärben kann. Deswegen Chromosom, anfärbbares Körperchen. Und 46 Chromosomen sind im Zellhirn, oben sieht man die Zelle, im Zellkern sind 46 Chromosomen bei Menschen. Wobei 22 sind doppelt und dann noch zwei Geschlechtschromosomen. Beim Mann das XY und bei der Frau zweimal das X. Die 22 Paare sehen wirklich so aus, es stammt von einer Fotografie von angefärbten oder gebändeten Chromosomen. Und wir untersuchen diese bunten Stellen, das sind diese Mini-Satellitenstellen, die hochvariabel eben sind, wo sich die Menschen unterscheiden. Wir heißen auch Short-Tandem Repeats, STRs abgekürzt, also Mini-Satelliten. Und sie sind auf verschiedenen Chromosomen verteilt. Sie sind übrigens Routinemarker in allen DNA-Labors, die für die Vaterschaftsbegutachtung oder forensische Spurenanalyse untersuchen. Sie sind tatsächlich mit solchen Fluoreszenzfarbstoffen markiert, damit wir dann das Ergebnis sichtbar machen können. Und wir haben in allen Zellen des Körpers die Chromosomen als Paare doppelt. Man spricht vom doppelten Chromosomensatz, nur in den Keimzellen nicht. In der Keimzelle, also Samen- und Eizelle, ist der halbe Chromosomensatz. Da ist eine eigene Teilung, die Meiose, die aus dem doppelten Chromosomensatz einen halben macht, sodass bei der Befruchtung die Verschmelzung zum doppelten Chromosomensatz stattfindet. Und so kann man verstehen, dass von so einem Paar immer eines vom Vater stammt und eines von der Mutter. Und das dient unserem Test natürlich. Wir untersuchen den mutmaßlichen Vater, das Kind, und wenn wir die Mutter haben auch, und wir sehen, 50% hat das Kind von der Mutter und die anderen 50% muss der getestete Mann haben, wenn er der Vater ist. Das sieht dann so aus, ich habe hier ein Beispiel gebracht, wobei hier grün für ein Chromosomenpaar steht und blau für so ein anderes Chromosomenpaar, also nur zwei Chromosomen. Wir untersuchen ja mindestens 16 Stellen, in der Regel sogar 19, weil das mehr Information bietet und mehr Auskunft gibt. Aber ein Beispiel, ein Größenstandard ist das rote nur und jetzt diverse. Wenn man hier das Kind hat und unten beim ersten Chromosom ein paar 9 und 10 sieht und drüber die Mutter mit 7 und 10, weiß man, dass das Kind das alle 10 von der Mutter geerbt hat, weil bei der Mutter 9 nicht vorkommt. Und man wird nachschauen, ob der mutmaßliche Vater an dieser Stelle ein Allel 9 hat. Der hat das. Das kann auch eine zufällige Übereinstimmung sein. Beim zweiten Chromosom hat das Kind 21 und 22. 22 von der Mutter und
21 von seinem Vater. Der getestete Mann hat das nicht. Hier haben wir einen Ausschluss. Und wenn 4 Ausschlüsse unter all den Marken, die untersucht wird, sind, ist die Vaterschaft 100% ausgeschlossen. Wenn eine Vaterschaft erwiesen ist, stimmt es in allen Chromosomen überein. Das kommt über die Samenzellen. Und dann wird der Paternity Index oder die Vaterschaftswahrscheinlichkeit berechnet. Das ist immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das erreicht Werte bis 99,79 nach dem Komma, aber nie 100. Ja, es muss zu 100. Es ist de facto ganz übereinstimmend, aber die Berechnung ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist so. Und zwar hängt das damit zusammen, dass verschiedene Merkmale verschieden häufig in verschiedenen Populationen vorkommen. Wenn jetzt ein Merkmal vererbt wird, was häufig vorkommt, zum Beispiel 10, dann wird es nicht so stark in die Wahrscheinlichkeit einfließen, wie wenn ein selten vorkommendes Merkmal vererbt wird. Da schießt schon dadurch die Vaterschaftswahrscheinlichkeit sehr in die Höhe. Aber die Wahrscheinlichkeit berechnet heute, Gott sei Dank, schon eine Software. Es geht automatisch, wo alle Frequenzen von den Allelen eingegeben sind, in allen Populationen, und wir sortieren das nach der genetischen Herkunft. Ja, also grobe Metapopulationen, Kaukasier in Europa zum Beispiel, man kann auch detaillierte Österreicher, man kann sogar die Bundesländer genetisch unterscheiden. Die Frequenzen werden unterschieden. Man kann heute von einer Tatortspur sagen, woher der Täter stammt. Das ist nur nicht erlaubt in Österreich, aber in Großbritannien wird es gemacht. Man kann nicht nur sagen, woher der Täter stammt, man kann auch sagen, ob er hellhäutig ist oder dunkel oder ob er blaue Augen hat oder braun. Aber das ist ethisch bei uns nicht erlaubt. Jedenfalls, die 4 Ausschlüsse sind jetzt Standardregel. Früher hat man gesagt, bei 3 Ausschlüssen kann der nicht der Vater sein. Heute sagt man, 4 Ausschlüsse müssen sein, dass jemand wirklich als Vater ausgeschlossen ist, zu 100%. Was ist, wenn wir jetzt ein Chromosom nicht übereinstimmen und alle anderen? Dann sage ich, es könnte der Bruder von ihm der richtige Vater sein. Oder der Vater von ihm. Kann auch vorkommen. Also ein naher Verwandter kann der Vater sein. Der hat ähnliche Merkmale. Wenn ich die Mutter mit untersuche, wird es um ein paar Promille genauer, weil dann sehe ich ja das obligate väterliche Allel. Wenn ich die Mutter nicht mit untersuche, muss man nur schauen, ob 50% die Hälfte übereinstimmt zwischen Vater und Kind. Wenn aber dann der Bruder der Vater ist, da kann es zu sehr, sehr starken Ähnlichkeiten kommen. Da kann sein, dass eben ein oder zwei nicht übereinstimmen, sonst alle. Und da muss man einfach noch viel mehr Marker untersuchen, dass man hier auch die Brüder unterscheiden kann. Man kann dann 30 Marker untersuchen. Also standardroutinemäßig sind 16 vorgeschrieben auch für die Abstammungsbegutachter. Wir haben 19 immer, aber wir machen bei Brüdern machen wir auch 30. Ja. Kann man dann unterscheiden. Es kommt jetzt noch, wann habe ich die Mutter dabei oder nicht bei der Untersuchung. Also von Gerichts wegen wird immer die Mutter mit untersucht. Nicht, dass man weiß, dass die Mutter ist, sondern damit man sieht, dass das Kind diese Werte von der Mutter hat und die anderen kommen dann von seinem leiblichen Vater. Dann kann man nur ein paar Promille genauer sein. Die Vaterschaftswahrscheinlichkeit muss übrigens 99,99% betragen, damit ein Sachverständiger sagen kann, die Vaterschaft ist praktisch erwiesen. Und auch nur unter der Voraussetzung, dass jemand der Vater sein kann oder jemand anderer, der nicht mit dem verwandt. Aus allen möglichen Zellen lässt sich die DNA gewinnen. Sie ist ja im ganzen Körper gleich, egal ob ich Nägel nehme oder Haare mit der Wurzel übrigens oder Blut oder Zähne, Knochen von Verstorbenen oder auch Anhaftungen von Speichel auf zum Beispiel Briefmarke oder Gläsern oder Zahnbürste oder Zigarette. Also wenn jemand verstorben ist, sollte man die Gegenstände sichern, wie Pfeife oder Gebiss oder Rasierer, die nur er benutzt hat, falls man eine genetische Untersuchung braucht. Eine Frage, wie lange hält die DNA? Die DNA hält, das wollte ich auch sagen, gut, sehr stabil, nur Wärme, Feuchtigkeit, Hitze, diese Kombination ist nicht gut. Also ein Wattestäbchen, normal nehmen wir ja Mundhöhlenabstriche, die halt gewonnen werden durch Reiben an der Wangeninnenseite.
wo dann viele tausende Zellen drauf sind, wo wir sofort in 5 Minuten die DNA haben. Da folgen natürlich weitere Schritte. Aber das sollte nicht in der Hitze im Sommer dann verschlossen in Plastik oder in Plastiksackerl sein. Da würde es zersetzen, also kondensieren, warum zersetzen. Aber in stabilen Kühltemperaturen wie Höhlen kann man hunderte Jahre alte Proben noch analysieren. Das ist ein Beispiel von einer erwiesenen Vaterschaft in meinem Labor. Wie die gekommen sind, habe ich geschmunzelt. Es ist aber allerdings, muss man sagen, eine Mutation, die in Nigeria recht häufig vorkommt, Art albino Mutation, aber er ist der Hund von ihm. Und ja, bei manchen braucht man vielleicht keinen Test. Da muss man einfach nur schauen und weiß, er ist der Vater. Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wie viel kostet ein Vaterschaftstest? 380 Euro, inklusive Wertsteuer, Gutachten und Doppelanalyse.